zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für Lemmy und für mich als das letzte offizielle Turnier dieses Jahr. Und das ist der Finale vom ZKV Green Jump. Der GÖP, also die Jahreswertung, haben wir ja gewonnen. Das heisst, ja, heute, also mein Ziel sicher nicht gewinnen, sondern einfach eine schöne Runde zeigen, weil es ist das erste Mal, wo wir den Finale reiten. Und das findet wiederum im NPZ Bern statt, wo wir vor 4 Wochen im Training waren. Und letzte Woche bin ich ja durch CC gestartet. Das heisst, er sollte den Platz eigentlich jetzt kennen. Klar, sie stellen heute wieder andere Sprünge her und sowohl im CC wie auch im Training hat sie auch keine fallenden Sprünge gehabt, zum Beispiel. Aber ich bin ziemlich überzeugt, dass wir jetzt top vorbereitet sind und ich hoffe, dass es heute eine schöne Runde zeigt. Und dann ja, sehen wir ja dann, was es wird. Mein Ziel ist einfach, eine schöne Nullrunde zeigen können. Und dann, ja, die Zeit spielt mir eigentlich nicht so eine Rolle. Ich will einfach schön ein bisschen vorwärts reiten und mal schauen, was es gibt. Und ja, sonst gehen wir halt nächstes Jahr wieder. Jetzt ist vorgesehen für Kamera Barbara Sisseler mit Lemmy. Und er wird der Wiedergewalt, Abstand, Vatersitz, Libero, Mutters, Vater, Lubero. Paar Nummer 20. Im 17. Rang mit der Lemmy und Tamara Maver. Dann haben wir weiter noch einen Preis für Ihre Jahreswertung für das beste Paar. Siegerin von diesem Preis wird Nummer 20, Tamara Bavrus.
Sizzle mit Lemming. Ganz herzliche Gratulation. Hey, gratulieren!